Puzzleflake. Heute zeige ich euch, wie ich eine Herzgirlande bastel. Und dazu brauche ich als allererstes Holzherzen. Die gibt es momentan fast überall, wo es Valentinstagssachen gibt. Dann habe ich meine Unterlage genommen, meine ganzen Holzherzchen ausgepackt. Dann brauche ich noch Pinsel und Goldlack. Und selbstklebende Folie. Als allererstes habe ich diese kleinen Bänder abgeschnitten von meinen Herzen. Die stören nur beim Bekleben und beim Bemalen, außerdem sollen da später andere dran. Dann habe ich meine Goldfolie ausgesucht. Mit der beklebe ich dann meine Herzen. Erstmal gucken, ob die Herzen auch alle ungefähr gleich groß sind, dann brauche ich nämlich nur ein Herz aufmalen. Und nicht jedes einzeln. So sieht das dann fertig aus und dann kann auch schon ausgeschnitten und beklebt werden. Das Überschüssige kann man dann einfach abschneiden. Als nächstes habe ich mir Schleifpapier genommen und damit schleife ich jetzt die Seite an, die ich später mit dem Lack bemalen möchte. Dann hält der Lack ein bisschen besser. Einfach ein bisschen die Seite aufrauen. Und dann geht's auch schon los mit dem Lack. Das ist jetzt der erste Anstrich. Wenn man alle lackiert hat, erstmal ordentlich trocknen lassen. Und dann geht's hier an meinen zweiten Anstrich. Und so sehen die Herzen dann fertig lackiert aus. Dann habe ich mir eine Stecknadel genommen. Hier sollen ja später die Bänder wieder durch, deswegen muss hier wieder ein kleines Loch hinein. Dann schnappe ich mir auch schon ein Band und mache an jedes Herzchen eine kleine Schlaufe dran. Die knote ich dann später an ein längeres Stück Schnur, damit ich es dann an die Wand hängen kann. So sieht dann ein einzelnes Herz aus und das ist dann die fertige Girlande. Man kann das unterschiedlich hoch aufhängen oder alle gleichmäßig, wie es jedem gefällt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal bei Puzzleflake.